let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All it really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. Whoa. Dann habe ich das so ein bisschen gesehen, so beiläufig, so, weiß ich, Internet, ne? Hab ich gesagt, okay, ey, du das auch zu machen. Diese Modelschiene und so, sieht man und so. Und dann mit diesem Kampfsport, das war für mich so voll kontrovers, weil das hat nichts mit Nummer zu tun, so, weißt du, also für mich. Ich kann mir das nicht vorstellen, sich am Wochenende zu kloppen, Bro, und dann nächste Woche direkt Fashion Week zu laufen. Und das fand ich halt voll geil. Und dann kommt noch der Ursprung kommt halt noch dazu, weißt du, dieses Fulltime-Hustle und so. Und das macht es für mich so voll interessant. Weißt du, und das ist so für mich so ein Ding gewesen, was ich so voll supporten will. Und auch mit meiner Arbeit den Leuten so gut wie möglich halt einfach was zurückzugeben, so, weißt du? Und das finde ich halt einfach nice. Wären wir jetzt in L.A. zum Beispiel, wären wir schon 100-mal geschickt gegeben. Weil Amir, Deutschland gibt nicht das her, was wir stehen. Diese Models sind da. Ich habe zu meinen Brüdern gesagt, vor Jahren schon, aber wir haben kein Visum, so, weißt du? Ich habe zu denen gesagt, wenn wir zu Ellen DeGeneres, diese Show kommen, eigentlich, wir müssen nie wieder was machen. Mit unserer Geschichte da ankommen, wir kommen aus China, aus Krieg. Wir in Deutschland ist fertig gemacht. Also, ja. Auf jeden Fall, Bruder, mit unserer Geschichte in dieser Hellen, dieser Show, dass wir Models und MMA Make-up sind, ist schon eine Geschichte, Bruder. Wir kommen aus China, wir kommen ohne nichts, ohne nichts nach Deutschland. Mit unserer Hintergrundgeschichte, wir sprechen fünf Sprachen. Die Amerika, die sprechen ein, zwei Sprachen, die sind schon mal ein Eindruck, weil die denken sich einfach niemand so viele Sprachen kann. Und die ganze Geschichte insgesamt, du kennst so Hellen schon, ne? Dann hat mein Bruder denkst du, wir kommen da hin. Mein Bruder, da kommen Leute mit einem Hund hin, der ein bisschen springt, Alter, normal kommen wir zu. Was hast du, bevor du Fotograf warst, was hast du gedacht, was du sein wirst? Ich wollte Polizist werden, Bro. Sag dir straight. So ein krasser Job. Wie kam dieser. Ich hab hart gepokert, genau. Ich hab hart gepokert. Ich hab früher auch getanzt und so. Und ich fand diese Bilder immer so krass, so Tanzbilder. Ne? Ich war betrunken und so, dann habe ich ihn kennengelernt, dann sagte ich, ja, was machst du? Ich sag, ja, Statistik und so. Und dann sagt er so, hast du Bock, so einen Aftermovie für uns zu machen, ne? Und ich sag so, nee, oder bei aller Liebe, ich mach manchmal Fotos und so, aber das war's auch. Und zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht ein, zwei Fotos in meinem Leben gemacht, ne? Das mit meinem Handy und mit so einer Kamera von meinem Freund. So. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber noch gekellnert. Sagt er so, ja, du kannst auch Fotos für uns machen. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Ich fange an zu arbeiten noch mehr, Bruder. Ich muss mein Ding, weißt du, so meine Kamera bezahlen und so. Und ich habe darauf gespart, so 2-3 Millionen und so für so eine stabile Kamera. Dann wurde ich eingeladen, Bro, zu diesem Event. Und dann habe ich gute Fotos gemacht. Und das Lustige ist einfach, ich wusste nicht, wie man Fotos schießt. Ich habe einfach gemacht, ich habe es auf meinem Bildschirm gesehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade mal so Photoshop und Lightroom so gelernt, so, ich wusste gar nichts. Minimal. Bruder, ich war der größte Dummkopf, Bruder, ich habe meinen Job gemacht, ich habe den gut gemacht, ich habe 100 Bilder abgegeben, die waren zufrieden, Bro. Ja, Bruder, so. Und dann bin ich durch einen Kommiliton, der mit mir studiert hat und so, in die Musikindustrie reingerutscht. Das war krass. Mein Kommilitone kannte halt so den Manager von Carmen und Bowser, weißt du? Und dann hat er so gesagt, ey, Dings, hast du nicht Lust und so. Dann habe ich das auch gemacht. Und es war so das Grill, also erstmal das große Event. Boah, da waren Justin Bieber, da waren Travis Scott und so. Und ich war halt so voll mittendrin. So, ne? Und dann hieß es so, hast du Bock, die nächsten Festivals mitzumachen? Und dann kam halt Tour und so, weißt du, von den Jungs, also von KMN Gang. Und so, also die haben mir auf jeden Fall meine Tür geöffnet. Und Bowser. Direkt eingestiegen und dann ging's los. Ja, und Bowser halt, ne? Also Bowser bin ich so krass dankbar. Der hat mir alles ermöglicht und so. Der hat mir das gesehen, was keiner gesehen hat. Deswegen hat er mich dann immer mitgenommen. Das ist schön, oder? Dass auch so Menschen gibt, weißt du?
Ich habe ermöglicht hat oder die Chance gegeben hat, gemacht hast du es aber selber. Verstehst du, ich meine? Voll. Ich war einfach da vor diesem Superhype. Weißt du, was ich meine? Vor diesem ersten Überhit und so. Und es hat einfach menschlich geklappt. So. Und keine Ahnung, wenn du etwas gibst, es kommt halt wieder zurück, so weißt du. Absolut. Ja, die Firma wird dann immer größer und so. Dann kam halt. Ich kann jetzt nicht die Reihenfolge, aber irgendwann war Rodana noch in dem Label, dann kam halt noch Apache und so. Und das war das alles ergeben. Ich bin im perfekten Jahr am perfekten Ort gewesen. Ihr müsst halt eine Doku bei euch machen, Bro, weil das gibt's nicht so oft bei euch. Ihr habt ja nicht so diesen Rapper-Hintergrund. Wir sollten ja bei Netflix und so weiter rausbringen. Das hat ja durch Corona alles zerstört, weil die Leute, die da auch dafür zuständig waren, genau für die Abteilung in Deutschland oder NRW, wurden dann entlassen. Weißt du, dann haben die neue Budgets wieder rausgegeben. Da war ja voll Drama so. Ich denke mal, es ist alles Frage der Zeit, bis es wieder geht. Für heute ist unsere Kulisse oder unser. Haben wir einen. Wo machen wir das Shooting? Planlos geht der planlos, Bro. Also, ich habe Dings Jibril gefragt wegen Spots und so. Und ich habe zwei, drei Sachen hier rübergeschickt. Die würde ich ganz gerne mit euch abgrasen. Also, voll locker. Weißt du, ohne Drang, ohne Dings. Ist halt nice. Also das ist Leica, ne? Das ist ein deutsches Werk und so. Und die Marke gibt es halt schon voll lange, extrem lange, Bro. Und ist natürlich auch sehr hochwertig und also ihr könnt mal gucken. Weißt du, wie man schwer ist, Bro? Boah! Also überkrass verarbeitet, ne? Oder sehe ich wie ein Ziegelstein. Das ist echt hart, Alter. Ganze Vorgänger, auch analog und so, haben die benutzt für Dings. Für den Vietnamkrieg und so. Ah, okay, krass. Also es liegt schon sehr weit zurück. Und nach Vietnamkrieg, Bruder, auch diese Sachen mit Muhammad Ali wurden alle mit dieser Kamera geschossen. Also von der Marke. Und das ist halt Next Level. Ja klar, Bruder. Also das ist so eine so Lambo, Ferrari unter den Kameras. Ja, kann man sagen. Ich dachte, die Geschichte geht nicht mehr. Also Leute, jetzt habt ihr was gelernt über die berühmte Kamera von unserem Bruder Bobby. Wer einer von euch kommt auf die Idee, diese Kamera zu klauen? Ich sag euch das. Der Bobby wurde schon mal überfallen. Nicht nochmal, Freunde. Beim nächsten Mal, da gibt's den. Ich lasse dir erstmal Dings, bevor diese Folge rauskommt, ich lasse dir erstmal versichern. Versichert, Bro. Ansonsten bin ich am Arsch. Guck mal, 2 Jahre habe ich darauf gewartet, bis ich die Jungs shooten kann. Die Leute denken, wir sind behindert. Die ganze Zeit war Winter, wir sind mit T-Shirts rumgelaufen. Einmal kommt Sommer, wir sind alle Holzkampfblower. Ein Tag mit den Dulatops, Digga. Ein Tag mit den Dulatops. Ja, Mann. Ey, wenn ich jetzt nicht nach der Folge Fame werde, ich mach das alles nur für Fame, damit ich blaue Haken bekommen kann. Der hat blaue Haken, der hat blaue Haken. Nur deswegen mach ich das. Du musst jetzt gerade manchmal, du musst gerade auslaufen und dann ist da nochmal eine Brücke, ne? Ja, Bruder, das ist halt so Rappel. Bei Bräuniger, da? Ja, genau. Der ist gute, klasse Ausrüstung. What's up? That's to my English fans, my English community. Just listen to my English. My language is not the best, but I can speak it because I'm from the street and you know I'm the king here and you look like a king's beer. I didn't know what I say right now, but I say it because I mean it like that and the real people from the street understand me now, or you go home and chill there. Wow. Now I'm gonna speak seriously with you. Today we just have a shoot for a good friend of us. The truth is I don't know this guy, but I just say he's a good friend. I just meet him today, first time. But we're gonna walk today over the Königsallee, Düsseldorf, you know. All the whole Königsallee is looking to us and they think we are superstars, but I have 22,000 on Instagram. I'm just a no-name, you know. Eigentlich müsste ich ein Foto mit dir machen. Mach Wallah. Bruder. Jero, komm her. Sitz. Komm her.
Super. Die blaue ist nicht hässlich und die ist auch nicht hässlich geworden. Die gibt's bessere da drüben. Eine andere Kamera. Ich wechsle kurz Objektiv. Hast du noch in deiner anderen Hosentasche? Hast du ein Laptop dabei? Hinter der Warte. Warte, Homie, 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 Homie. Oh, Bruder, was ist denn das da? Kann man die auch in normale Farbe bekommen von dir? Die richtig ist normale Farbe. Nein, kann man die auch so bekommen? Ja, ja, safe. Posten alles machen wir so, wie du es willst. Ja, das sieht richtig aus. Schwarz-Weiß sieht noch besser aus. Das sieht schlamm aus. Ja, das sieht brutal aus. Boah, Junge, Junge, was hast du wieder gemacht? Lass mich hier nicht reinspringen, Bruder. Saubere Wasser. Das ist mein Bruder. Das ist mein Timo. Das ist mein Bruder. Ich hab voll Bock, da hochzuklettern. Ich weiß, ich hab eben gedacht. Mach den Shooter. Ich spiel das erfunden, oder? Das hat jeden Punkt nur. Bruder, wir haben uns gerade ein London-Trip gespart. Ehrlich, ehrlich, was hast du gesagt? Immer wieder die gleiche Stadt. London-Trip gespart, Bruder. Wie? Achso, ja, weil der Virus gerade zu viel ist. Ja. Du bist in der Seite. Bruder, ich hab echt durch die Nase, Bruder. Auf Sonne sieht das nicht gut aus. Normal ist das scheißegal, Bruder, aber ich sag mal so. Wasser. Alle Wasser einfach. Ja. Yes, man. Ich brauche ihn für den Platz. Ich glaube, du bist im. Danke, ciao. Hallo? Soll ich denn zurück oder nach vorne? Nach vorne. Was ist das? Hast du gehört? Hier reingefallen, da kam das Krokodil wieder raus. Der kam grün und mit Krokodilshaut wieder raus, ist der hier reingefallen. Porsche reinfall, ich mit mir, Bruder. Macht keinen Sorgen. Boah, ich will dich sowas reinkicken nochmal. Ich will dich vor. Kick down bis back. Limi, geh, Bruder. Wenn du hier lang geht aus, gehst du an. Hab ich erlaubt, mich zu filmen, Alter? Was machst du da? Hey, what up? Never blink. Was ist, wenn sich was reinzieht? Das war jetzt für Mental Health. Das war krass. Das habe ich auch all meinen Freunden gezeigt. Ha. Ehrlich? Ja, normal, Bro. Ach krass, Bruder. Ich wusste das sonst nicht, Bruder. Ich zeige immer manchmal so aus Dings, aus Spaß. Post das. Guck mal hier, Bruder, warte mal. Ich habe so viele Dings, die ich nicht gepostet habe. Das posten sonst immer für mich. Kennst du die auch? Die ist auch sehr bekannt. Das Hauptmodell auch. Das war bei Versace jetzt letztes Jahr. Oder nee. Doch, 2019 war das sogar. Hier, das war ein geiles Shooting, Bruder. Guck mal, ich denke, du kriegst sowas auch easy hin. 100%. Wir sollten dann nur so auf Modeln machen, und also auf Laufen und so, was wir immer machen. Und nichts, sonst haben die nur ein paar Sachen abgefilmt, abgedreht, so. Das soll, sag mal, wie so eine Party aussehen. Sag mal, wir sind so Jugendliche, unsere Eltern sind weggegangen und wir machen jetzt veranstalten eine fette Party in deren Villa. Ja. Die Villa hat pro Tag 25 Millionen gekostet, pro Tag. Ja. Ich denke, dass ich
ich ein Rapper bin. Jeder fragt mich. Bist du der Samra? Bist du Nimo? Bist du ein Rapper? Nein. Weißt du, ich sag bei NFC in Düsseldorf. Was war das nochmal, genau? Der Bruder, ich kenne dich, ich feiere deine Lieder richtig. Guck dir an, lache ich mich tot, Bruder. Jeder hat sich tot gelacht. Der Montana war mit mir. Bruder, ich bin ein Lisa Fan, Bruder. Ja? Ich bin auch Fan, Bruder. Nochmal? Oder? Von meinen Freunden, lieber von meinen Freunden Fan, Bruder. Richtig, als von Fremden. Mine is slavery, 9 to 5, grind and strive. Fucking nigga, pay me less. It pay my bills at minimal, but see you pay me stress. Doing this. Spiel einfach an, vielleicht passiert was Gutes. Ein Fuß muss auf Boden. Echt? Ja. Mach, trotzdem was. Nein, ich hack auf alle Menschen, ob die mit dir spielen. Ich schieße bei mir richtig, ich fange an, alle einzumachen. Das wird ein Mirror-Effekt. Ich hab mich nicht mehr fertig, siehst du solche Schläge? Nicht mehr fertig, diese Profis kennen das. Weißt du, wie man sich abfällt? Ey, der Schlag war gut. Oh, so lange hat gesagt, der Schlag war gut. Ich geh rein, ne? Nein, und jetzt auf einmal kommt dieser Kommentar. Pass auf, er sagt gleich irgendwas Schräges, Bro. Nein, das war wirklich gut. Echt, der war perfekt. Der war wirklich perfekt. Ich weiß, dein Kommentar ist ernst gemeint, aber das, was danach kommt. Also, dass du verlieren wirst. Ja. Achso, ich spiele doch gar keinen. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich kann dir ja trotzdem Komplimente geben. Falls du Hilfe brauchst, wenn du kommst. Der fragt so ab. Du kannst so viele Kugeln reinmachen, wie du willst. Es wird nichts. Und weißt du, warum nicht? Weil ich bin die Gewinner. Oh, dieser Spruch am Ende und dieser. Und diese Kugel, die ist wie im Film, oder? Wie im Film, oder? Wie im Film. Kann einer für dir die Kugel reinmachen, kannst du den Mitarbeiter rufen. Das ist schon asozial. Boah, der hatte echt letzte Hoffnung noch gehabt. Du hattest wirklich diese letzte Hoffnung noch gehabt. Was willst du gegen mich machen? Wer kann gegen mich gewinnen? Gegen niemand. Kein, Du warst ja schon der Krasseste. Das war eine unehrliche Umarmung. Weil ich ganz genau weiß, ich meine, ich war so krass Hass, ihr könnt mich gar nicht lieben von dem Arm. Ich hatte gar keinen Chance gegen mich. Wann ist gewonnen, Bro? 6-1 gewonnen, und wenn ihr auch gegen mich verlieren wollt, dann liked das Video, teilt das auch, wenn es euch gefallen hat, und wenn ihr nicht so enden wollt wie er, dann spielt nicht gegen mich Billard. Danke fürs Zuschauen.